Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha WG. Wir testen heute die nächste neue Sorte von der 187 Straßenbande, den Mama Candy. Sollte euch das Ganze gefallen, lasst uns gerne einen Daumen nach oben oder sogar ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Review. So, da sind wir wieder mit dem Mama Candy von 187, eine ganz neue Sorte auf dem Markt, ist diese Woche so langsam in die allerersten Shisha-Läden gekommen. Wir haben ihn uns natürlich sofort besorgt, um ihn für euch testen zu können. Was soll das Ganze sein? Mama Candy, das Ganze ist Guave, Mango, Pfirsich, Sternfrucht und Pfefferminze. Also eine ganze Menge soll da drin sein. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Wir gucken gleich mal, ob wir alles rausriechen und rausschmecken können. Aber als erstes blenden wir euch mal den Kopfbau ein. Ihr seht, wie gewohnt, 187, ein super Schnitt. Mittel bis feiner Schnitt geht auf jeden Fall absolut klar. Die Feuchtigkeit ist perfekt, sehr, sehr schön aufgenommen. Das Ganze definitiv keine überschüssige Molasse. In der Dose passt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Die Farbe ist schön hell, wie man das gewohnt ist. Ein sehr, sehr guter Virginia-Tabak. Läuft auf jeden Fall. Ich würde sagen, ihr guckt euch bei mir ein bisschen den Rauch an und der Warren kommt schon mal zum Geruch und riecht erstmal dran. Also es riecht auf jeden Fall unheimlich geil. Also das ist einfach so die beste Beschreibung. Es riecht einfach unheimlich geil. Also so wirklich raus riechen kann man eigentlich nicht viel. Also ich würde sagen, da ich jetzt weiß, was drin ist, ja, da ist eine Pfirsich drin und ja, ist so eine Mango drin und ja, auch irgendwie eine Guave, wie man sie halt von einem Energy kennt. Aber so eine frische Pfefferminznote rieche ich jetzt tatsächlich gar nicht raus. Und so eine Sternfrucht, ja, keine Ahnung, weil ich das letzte Mal eine Sternfrucht gegessen habe, dass ich genau sagen könnte, nach was es schmeckt, riecht. Muss aber sagen, das Gesamtpaket stimmt auf jeden Fall. Also es ist sehr, sehr frisch, es ist sehr fruchtig. Es ist ein sehr süßer Tabak auf jeden Fall. Jo. Und für mich kommt er irgendwie so ran mit der Süßnote an so ein Cinderella zum Beispiel oder Baby Noah oder so. Also ja. wo ihr auf jeden Fall so eine richtig krasse Süße habt. Gefällt mir aber trotzdem ziemlich gut, ist nicht überladen. Also es ist nicht so, dass ich sagen würde, boah, ist das eklig oder so, oder ist das süß. Es ist so, es ist eine schöne Süße, also die nicht überladen ist. Ja. Ich finde sie schon ein bisschen überladen, die Süße. Also es ist schon wirklich ein extrem süßer Tabak. Mir vielleicht sogar ein bisschen zu süß. Diese pinke Farbe auf der Verpackung und so. Man könnte fast sagen, ein Mädchentabak. Er ist wirklich extrem süß. Aber vom Rausriechen her, was die Obstsorten angeht, würde ich sagen, definitiv eine Mango. Ganz krass im Vordergrund. Wenn die Mango so langsam schwächer wird vom Geruch, ja, also wenn ihr langsam einatmet, kommt am Ende der Pfirsich, Pfefferminze, ja, riecht ein bisschen frisch, aber jetzt, wo sie extra sagen, eine Pfefferminze, hätte ich halt auch einfach erwartet, dass ich da irgendwas genaueres rausriechen kann, so eine richtig schöne Nana-Pfefferminze, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice, rieche ich aber leider nicht raus, Sternfrucht, Guave, ja, also Guave würde ich halt wieder was Herbes erwarten, finde ich gar nicht. Sternfrucht, ich wüsste auch nicht, wie eine Sternfrucht riechen soll, aber insgesamt sehr süß, fast zu süß, aber dennoch ziemlich lecker vom Geruch. Leute, vom Geschmack, ich würde sagen, ich lasse den Ball mal anfangen zu reden, weil ich muss noch ein paar Mal dran ziehen, es muss präsenter sein. Ich finde auf jeden Fall, beim Geschmack ist es auf jeden Fall ziemlich lecker. Also für mich weiterhin auf jeden Fall die Mango und Pfirsich am Start. Die Guave erinnert mich weiterhin irgendwie noch so leicht etwas im Tabak an so einen Energy Drink. Die Pfefferminze kommt weiterhin irgendwie für mich meiner Meinung nach zu kurz, beziehungsweise diese frische Note merke ich gar nicht so extrem, weil einfach die Süße der ganzen Früchte viel präsenter ist. Gefällt mir aber auf jeden Fall ziemlich gut und ich dachte auch beim ersten Mal anrauchen, dachte ich mir so, boah, auf jeden Fall brutal süß, aber irgendwie hat es was. Also es hat mal was anderes wie immer dieses typische Traube-Minze, Zitrone-Minze oder was auch immer. Es ist mal was anderes, es ist auf jeden Fall sehr lecker und ich gebe auch dem guten Tabak auf jeden Fall die 9 Sterne, weil ich finde, es kann auf jeden Fall öfter im Kopf sein. Also ich hätte nichts dagegen, wenn ich jetzt die Dose innerhalb von einer Woche wegrauche und dann würde ich mir sogar noch eine holen. Weil ich finde, es ist auf jeden Fall mal was anderes. Es ist mal was anderes in meinem persönlichen Sortiment. Und von daher finde ich es sehr lecker und deshalb die 9 Sterne. Das ist
Auf jeden Fall interessant, was du dazu sagst, weil bei mir sieht das Ganze auf jeden Fall ein bisschen anders aus. Dadurch, dass ich keine Obstsorte, die da drin sein soll, wirklich extrem gut rausschmecken kann und ich das nicht so geil finde. Es gab bis jetzt nur einen Tabak, wo ich absolut nichts rausschmecken konnte, der mir trotzdem gefallen hat, und das war African Queen. Bei dem war das ja auch so, ja, schmeckt, aber keine Ahnung, was drin ist. So ähnlich geht mir das bei dem, nur nicht ganz so extrem. Ja? Er schmeckt lecker, er schmeckt süß und fruchtig, aber ich könnte jetzt nicht sagen, oh ja, da sind 23,87% Mango, 15,98% Pfirsich und so weiter drin. Deswegen ein bisschen schwierig bei mir. Ich könnte ihm auf jeden Fall keine 9 Sterne geben. Wie gesagt, fruchtig, süß, ja. Mit viel Einbildung und gut Willen kann ich eine Mango rausschmecken, wieder gefolgt von einer leichten Pfirsichnote. Aber ich weiß nicht, ob ich da eher vom Geruch geprägt bin. Auf jeden Fall für mich irgendwie sehr undefinierbar. Und deswegen würde ich zum Beispiel auch sagen, ich hole mir davon keine Dose mehr. So, ja, geil, haben wir mal geholt, können wir mal wegrauchen, die Dose. Ist auf jeden Fall nice. Definitiv nichts Verkehrtes. Also ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde so, Digga, bitte bau nicht als nächstes den Mama Candy. Ich will was anderes rauchen. Er ist schon lecker und er funktioniert auch sehr gut, aber mir fehlt irgendwie so ein bisschen eine klare Linie. Ich würde mir wünschen so, jo, da ist definitiv Mango, Pfirsich und ein bisschen Guave drin und der Rest geht dann von mir aus unter. Aber nicht mal das habe ich, ja. Er ist süß, er ist fruchtig. Und Leute, ich wiederhole mich, ich finde ihn auf jeden Fall lecker, aber dadurch, dass ich nicht wirklich was rausschmecken kann, kann ich ihm nicht mehr als 7 Sterne geben. Ich denke aber, dann können wir uns auf 8 einigen und das ist immer noch eine sehr, sehr gute Note, also 8 von 10 Sterne. Da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Es ist definitiv ein leckerer Tabak und ich bin definitiv nicht traurig darüber, hier eine Dose da zu haben. Aber ob ich mir noch mal eine holen würde, weiß ich jetzt nicht. Würdest du dir denn noch eine holen? Ja, ganz klares Ja. Habe ich auch gesagt. Ich würde mir tatsächlich, wenn die Dose leer ist, noch eine Dose holen, weil ich finde, es ist einfach mal was anderes. Es ist mal weg von diesen Basics, einfach mal was anderes. Es war genau wie beim African Queen. African Queen hat sich perfekt einfach zum Mischen von irgendwelchen Sachen geeignet. Und bei dem ist es wirklich so, ich kann den einfach wirklich pur rauchen, ich brauche den nicht irgendwo drunter mischen, weil ich finde einfach diese süße Note gefällt mir ziemlich gut, weil sie eben so selten vorkommt in meinem eigenen Tabakregal. Und von daher würde ich mir einfach eine neue Dose holen, weil ich finde, der kann's. Okay. Also, da beweist sich wieder, 2 Meinungen sind besser als eine, ja. Warren hätte euch erzählt, Digga, so voll eine Dose kaufen, richtig geiles Ding. Ich hätte gesagt so, ich weiß nicht. Vielleicht habt ihr ja schon häufiger festgestellt, dass euer Tabakgeschmack eher dem von Warren ähnelt oder eher dem von mir. Dann wisst ihr jetzt auf jeden Fall Bescheid. So oder so, definitiv nicht schlimm, sich davon mal eine Dose zu holen und einfach mal selbst auszuprobieren. Weil wie gesagt, kein schlechter Tabak. Von uns kriegt er insgesamt die 8 Sterne. 9 von Warren, 7 von mir. Damit wie gesagt 8 insgesamt. Er gefällt auf jeden Fall, aber er ist nicht das krasseste Brett jemals. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben oder sogar ein Abo da. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG. Ciao.